Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da, das Defekte ist unterwegs in Slay the Spire. Wir sind in der im zweiten Akt in der Stadt und wir schauen mal, wie weit wir da irgendwie kommen. So, wir fangen direkt mal so an, mit jede Menge Blöcke. Und dann haben wir noch ein paar Schläge. Ja, wir brauchen noch ein paar gute Karten. Das ist gerade tatsächlich nicht so richtig gut gelaufen. Wir haben nicht so gute Karten fürs Deck bekommen bis jetzt. Mal schauen. Also wir machen jetzt mal einen Blitz. Basteln uns noch mal ein bisschen davon. Ja, nee, das brauche ich nicht. Ja, Abwehr läuft. In der Offensive sind wir eher ein bisschen mau aufgestellt, wenn man ehrlich ist. Da ist nicht viel zu holen. Die Offensive ist tatsächlich ein Thema. Zweimal. So, naja, ein bisschen Abwehr. Okay, naja. Ich bräuchte dann mal irgendwas, was ein bisschen Blitze erschafft. Das ist alles noch nicht das, was ich gerne hätte. Das Einzige, was halt wirklich funktioniert, ist Abwehr. Naja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber besser so als gar nicht. So, wenn sie es nämlich gar nicht ernährt, dann verhungert es. So, haben wir wieder was Kluges gesagt. Behalte zwei Fokus, das ist ein guter Trank. Schneesturm. Zweimal. In diesem Kampf erschaffen den Frosts. Ja. Frost machen wir ja tatsächlich ohne Ende. Mal schauen, ob es das bringt. So. Fangen wir direkt mal so an. Den Dampfball hebe ich mir jetzt mal auf. Den mag ich jetzt noch nicht verwenden. Da müssen wir mal gucken. Wir brauchen Sachen, die den Fokus steigern. Das wäre total cool. Fokussteigerung wäre irgendwie enorm. Oder was mehr Orbs gibt oder so. Jetzt dürfen wir nämlich nur noch Angriffe spielen. Das kannst du aber vergessen. Fügt 8 Schaden zu. So, dann schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Blitze erschaffen in so einem Kram. So, da gehen erstmal die Karten weg. Ja, wir sind zu wenig im Schadensbereich. Das ist definitiv ein Problem. Zweimal. Schwach macht er mich auch noch. Jetzt werden wir Schaden fressen. Das lässt sich leider nicht vermeiden. 21. Geh weg, mein Freund.
Rauchbombe, da können wir aus dem Kampf abhauen. Das ist schön. Chaos, erschaffe einen zufälligen Orb. Das ist eine schöne Karte. So, und dann müssen wir mal schauen, ob wir beim Händler was finden. Transformiere eine Karte, ist auch gut. Dann nehmen wir mal dich da. Echoform, ja, das ist keine schlechte Karte. Das ist keine schlechte Karte. So, was hast denn du hier für mich? Wir nehmen auf jeden Fall die Elektrodynamik. Sprung, erhalte neuen Block. Das können wir uns noch leisten und können noch eine Karte entfernen. Nehmen wir noch so einen Schlag raus. So. Das ist gar nicht schlecht. Noch ein Viech. Ja, den Systemneustart heben wir uns erstmal auf. Wer weiß, wofür es gut ist. So. Mal ein bisschen blocken. Na, kommst du nicht rein, war mein Freund. So. Das ist cool. Das war gar nicht schlecht. Hast du gesehen? Elektrodynamik. Jetzt haben wir endlich mal irgendwas Offensives. Wir müssen mal ein bisschen was in die Offensive kriegen. So. Jetzt kriegen wir tatsächlich noch ein bisschen Schaden. Ärgerlich. Sehr gut. So, Sprung plus. Ja, unbedingt. So. Jetzt möchte ich den da. Oh nein, das ist ja auch so ein fieses Gerät. Oh, geil, ein Plasma-Orb. Plasma-Orb ist gut. Da kriegen wir nämlich jede Runde nochmal. Oh, Echoform ist gut. So. Also mit Block können wir. Block kann ich. Kann vielleicht sonst nicht viel, aber Block ist am Start. Block ist am Start. Jetzt hat unser Halsband uns tatsächlich aufgehalten. Jetzt hat das Halsband gesagt, jetzt ist mal gut. Genug gespielt. So. So. 15. Machen wir uns mal den Dampfwall. Ja, so langsam sieht es doch gar nicht mehr so schlecht aus. So, ganz, ganz langsam. Und noch ein bisschen aussortieren hier. Das müsste jetzt einfach sein. Heile zum Beginn von Bosskämpfen 25 Trefferpunkte, das ist gut. So, verzerrter Fokus nicht, aber das ist gut. Rekursion, da können wir den Fokus gleich nochmal einsetzen. So, was seid ihr denn für Typen? Machen wir direkt den Systemstart. Spielen uns das Ding. Lass mal den hier vorne
Der hier vorne muss zuerst weg. Donnerschlag, wie macht mit denen da? So. Der ist nämlich gut. So, Abwehr steht. Und jetzt brauche ich mal hier meinen Elektro. Schnups. Ah, jetzt kommt wieder der blöde Bann. Naja, so langsam lässt sich das Deck hier an, als könnte man damit vielleicht noch was reichen. Reißen. Puh, jetzt kommt natürlich, hier ist alles jetzt voll mit Rotz. Genau. Weg. Es ist hier nur noch das Zeug dahin. Also wir haben jetzt definitiv einen ganzen Zug gar nicht. Ach, dieser Bann ist echt übel. Das gleiche blüht uns jetzt direkt nochmal. Naja, wenigstens haben wir ein bisschen Verteidigung. Aber das muss jetzt mal. Das nützt jetzt nichts. Das nutzt nichts. Das nutzt nichts. Ja, komm, mein defektes Kerlchen. Hab ich dich. In der Kombi ist es ganz geil. 9 Schaden. Erhalte Block in Höhe. Füge 6 Schaden. Alles nix. Möchte ich nichts. Möchte ich nichts von haben. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir erinnern jetzt mal an das Ding. Nur damit ich den Schlüssel voll habe. Spielst du in dem Zug keine Angriffe aus? Oh, da gibt es im nächsten Zug mehr Energie. Wo will ich denn lang? Ich glaube, ich muss jetzt hier lang gehen, damit wir da oben das Feuer ansteuern können. Erhalte 5, apparieren. Nee, das möchte ich nicht. Das muss ich nicht haben. Na klar, und wir kriegen auch noch die Rumpelbude. Also jetzt werden wir uns mal hier mit allem versorgen, was das Zeug hergibt hier. Jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr Fokus drauf tun hier, aber sonst wird das hier unsere Todesgruppe. Das ist einfach echt übel. Die hauen übel rein hier, die Freunde. Und Feuer. Ja, Fokus macht halt extrem viel aus. Wir brauchen irgendwas, was unseren Fokus hochbringt. Das ist echt. Das wäre echt der Knüller. So. Machen wir mal den da und dann sollten wir ihn schon haben. Genau. Shuriken. 3 Angriffe an dem Zug, erhältst du 1 Stärke. Ist auch gut. Füge 10 Schaden zu. Nee, Gen-Algorithmus. Erhalte einen Block, erhöhe den Block dieser Karte permanent um 3. Das ist ganz cool. Die wächst dann mit uns mit. Das finde ich ganz witzig. Oh, jetzt wird's spannend. Das ist der Verwirrer. Aber wir fangen direkt mal so an. Da der jetzt am Anfang hier eh nichts anderes macht, können wir auch erstmal so ein bisschen Blitze drauf knallen. Und dann sieht das so gut aus. Aber wir brauchen was mit Fokus. Zur Not kaufen wir uns noch ein bisschen irgendwas. Das wäre so mein Wunsch.
Okay, wir müssen das ausgeglichen drauf machen. Hier haben wir noch eine umsonst. Hier haben wir noch eine Wand und hier haben wir auch noch einen Block. Dann haben wir die Runde keinen Angriff gespielt und deswegen kriegen wir jetzt hier definitiv beim nächsten Mal schon wieder mehr Energie. Echoform für umsonst. Ja, seid's denn wahnsinnig. So, einen Umsonstschlag nehme ich natürlich mit. Batterie laden wir auch nochmal. Ja. Stück für Stück. So ganz langsam wächst hier ein Deck. Hier wächst ganz langsam ein Deck. Erstmal ein Block. Ach Mist. Das hätte man natürlich. Die Echoform habe ich vergessen. Wir hätten jetzt schon fertig sein können. Das hätten wir schon geschafft haben können, aber naja, gut, egal. Den Gen-Algorithmus müssen wir spielen, damit er sich erhöht. Kugelblitz, 10 Schaden, ein Blitz. Ja, dann nehmen wir das. Das ist vor allem auch in der besseren Variante. Ja, und hier werden wir uns nochmal ausruhen. So tun wir und dann gehen wir mal weiter und dann schauen wir mal. Ah, das ist auch eine miese Truppe hier. So, das ist auch so eine miese Truppe. So, noch ein Blitz. Halte ein Artefakt. Nee, Artefakt bringt mir gar nichts. Zur Not haben wir noch eine Rauchbombe. Wenn alle Stricke reißen, kann man sie ja nicht mehr aufhängen, aber dann... Grundsätzlich sind wir jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt hier mit dem Kollegen. Ja, die heilen sich jetzt, aber wenn ich jetzt mal noch meine... Oh, die Echoform brauche ich. So. Noch ein Blitz dazu. Machen wir mal so. Und jetzt brauchen wir nur noch unsere Elektrodynamik und dann knallt es mal richtig. Kommt bestimmt wieder der Heal. Jawohl, dachte ich mir. Donnerschlag. Sehr gut, oder? Kann man mal machen. Aber wenn der jetzt hinten natürlich im Dauerheilmodus ist, dann... Ja. Oh, Stärke macht er drauf. Jetzt müssten wir mal irgendwie langsam... Ja, genau. Licht brauche ich. Also Echoform ist schon echt ein übles Gerät. Ha! In die erschaffe X-Blitze. Ja, finde ich gut. X-Blitze finde ich gut. So. Jetzt wird mal was aufgewertet. Endlich mal. Habe ich mal Zeit. Schaffe 3 Blitze. 2 zufällige Orbs. Das wäre auch ganz cool. X plus 1. Mal gucken, was das alles so macht. Flüchtig. Flüchtig geht runter. Hier 9. Wo gibt es denn noch was, wo man sagen, da könnte richtig knallen. 13 Block, 2 Karten. 2 Karten wären natürlich auch ganz geil. Das kostet nichts mehr. Lade den vordersten Orb, schaffe den Orb, der gerade entladen wurde. Kostet auch nichts mehr. Nee, ich nehme tatsächlich das hier. 2 zufällige Orbs sind mir lieber als einer. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn da? Oh, das ist der Artefaktmann. Ja, idealerweise fangen wir direkt damit an. Das finde ich ziemlich cool. Das finde ich ziemlich cool. Oh, der hat jetzt natürlich, jetzt klaut er mir gleich Karten mit seinen komischen
Typen da. So, dann gibt es Schaden für alle. Greift nur einmal an. Dann haben wir uns nur noch den Block raus. Das heben wir uns einfach auf. Na klar, der glaubt mir natürlich die Elektrodynamik. Keine Frage, dass er genau die nimmt. Login. Na, dann müssen wir hier vorne den Typen direkt mal umboxen. Wenn wir es denn können, ne? Ja, jetzt wird das hier so ein Stall. Niemand macht auf irgendjemanden irgendwelchen Schaden. Ja, wir müssen den hier von unbedingt weghauen. Dann kann man nämlich diesen da machen. Mal 20. Ah, ich kann keine Karten mehr spielen. Naja, gut. 10 mal 2 sind 20, Entschuldigung. So wollte ich sagen. Komm, jetzt, mein kleiner Artefaktmann. So, die Echoform steht. So machen wir es. Auch wenn das jetzt nicht so geil ist, aber oh, jetzt bufft er sich. Jetzt müssen wir mal langsam in den Bereich Schaden kommen. Eieiei, 51, na jetzt knallt's gleich. Überstrahl. Ja, dazu darfst du nicht nochmal kommen. Jetzt müssen wir hier nochmal hier ein bisschen das Gaspedal durchlatschen. Und ihn da mal richtig versengen. So, jetzt Donnerschlag. Hab ich dich. Jawoll! Der ist geil, der ist ja echt nicht so scheiße. Ja. Oh, suchen, wähle eine Karte aus dem Nazi. Das ist auch geil. Füge 24 Schaden zu, erschaffe 3 Plasma, den möchte ich. Das ist tatsächlich cool, weil Plasma ist einfach unsagbar genial. Ersetze den gesprungenen Kern. Wenn du deinen Zug mit leerem Orbslot beendest, erschaffe einen Frost. Nee, erhalte. Du kannst keine Tränke mehr aufnehmen. Ich kann ihn mehr schmieden. Dann scheiße ich auf. Ja, dann scheiße ich tatsächlich auf die Tränke. Auch wenn das jetzt schade ist. Aber Tränke kann ich zur Not noch drauf verzichten. Gut, wir sind im Jenseits. Das ist der Moment der Wahrheit, wo wir immer wieder dran scheitern. Ich sage vielen Dank und beim nächsten Mal werden wir herausfinden, ob wir es diesmal vielleicht hinkriegen. Bis dahin, ciao, ciao, der Ära.